Was sind Mobilitätsdaten und welcher Vorteil bringt der Austausch von Mobilitätsdaten? Mit diesen Fragen möchte ich mich in diesem Kurzvideo auseinandersetzen. Mein Name ist Malte Schmeck und ich bin bei der E-Mobil BW Teil des Teams, das sich überwiegend mit Anwendungsprojekten auseinandersetzt. Mein Schwerpunkt liegt dabei bei der Digitalisierung und der Mobilität. Dabei beleuchten wir auch das Thema Mobilitätsdaten. Mobilitätsdaten sind Informationen über die Bewegung einzelner Personen oder Fahrzeuge, die an einer Wegstrecke beteiligt sind. Wenn ich also zum Beispiel morgens zur Arbeit fahre, den ÖPNV benutze, wenn ich zu Fuß gehe oder mit dem Fahrrad fahre und dabei mein Smartphone mit mir führe, werden Informationen zur jeweiligen Route aufgezeichnet. Aus diesen Mobilitätsdaten können dann wertvolle Informationen für uns Nutzer und Nutzerinnen entstehen und nahtlos in digitale Services übergehen, die unser Leben einfacher gestalten können. Im Alltag begegnen uns diese Daten dann immer und überall wieder. Uns wird zum Beispiel die optimale Route für die Stauumfahrung, die optimale Geschwindigkeit für die grüne Welle vorgeschlagen oder wir werden an unser tägliches Workout mittels unserer Smartwatch erinnert. Allerdings ist das noch nicht der einzige Beitrag, den Mobilitätsdaten leisten können. Denn Mobilitätsdaten werden nicht nur von bewegten Objekten gesammelt, sondern auch von statischen Straßeninfrastrukturen. Am Straßenrand angebrachte Sensorik wie Radar- oder LiDAR-Sensoren, aber auch Kameras, Ampeln, Lichtschranken, Kontaktschleifen, Parkscheinautomaten und viele mehr liefern uns wichtige Informationen zum Verkehrsgeschehen auf unseren Straßen. So kann unsere Mobilität nicht nur komfortabler und effizienter gestaltet werden, sondern auch sicherer. Es werden beispielsweise Informationen zu Gefahrenstellen oder einem Stauende frühzeitig an herannahende Fahrzeuge weitergeleitet. Auch risikobehaftete Zonen wie Schulen oder schlecht einsehbare Kreuzungen können für uns Nutzende im Navigationssystem markiert werden. Zusätzlich können Mobilitätsdaten einen großen Beitrag zum Klimaschutz leisten, denn sie tragen unter anderem dazu bei, Staus zu vermeiden, vielbefahrene Gebiete zu entlasten und optimierte Logistikketten zu entwickeln. Damit aber nicht ohne Ende Unmengen an Daten gesammelt werden, setzen sich Experten und Expertinnen gerade mit neuen Gesetzesgebungen und dem Aufbau geeigneter Infrastrukturen auseinander. Dadurch soll der Umgang mit Daten und deren Schutz klar geregelt werden. Denn solch potenziell wertvollen persönlichen Informationen müssen geschützt und wirklich nur dafür verwendet werden, wofür sie an erster Stelle gesammelt wurden. Auch die häufig gestellte Frage, ob Daten das neue Gold sind, lässt sich nicht eindeutig beantworten. Denn nur wenn ein unmittelbarer Nutzen aus den Daten entsteht, kann auch ein Wert abgeleitet werden. Die Zukunft der Mobilität ist datengetrieben und wird von softwarebasierten Geschäftsmodellen dominiert. Die Daten können unsere bisherige Mobilität verbessern und sicherer gestalten. Dies kann uns aber nur gelingen, wenn wir den richtigen Umgang mit den uns zur Verfügung stehenden Daten wählen. Wenn Sie mehr zu den Daten in der Mobilität erfahren möchten, besuchen Sie gerne unsere Website. Unter dem Reiter Themen Digitalisierung befinden sich weitere spannende Informationen zu dem Thema. Darüber hinaus können Sie sich hier in unserer Publikationsdatenbank Studien und Kurzpapiere kostenlos herunterladen. Vielen Dank und vernetzen Sie sich mit uns.